Servus Outdoor-Freunde, ich bin Steffen. Schön, dass ihr wieder aus Versehen reingeschaltet habt. Ja, heute ist wieder Produkttag. Ja? Und heute möchte ich mich mit dem Thema Nahrung kurz auseinandersetzen. Ich möchte dabei zwei Produkte mir näher anschauen. Die Produkte wurden mir freundlicherweise von sicherstadt.de zur Verfügung gestellt, damit ich mir die anschauen kann. Vielen Dank an dieser Stelle. Ein Link wird unten sein, wo ihr die Produkte auch finden könnt. Ich selber bin ja auch jemand, der nicht nur Bushcraft Survival betreibt, sondern der auch ein bisschen Krisenvorsorge betreibt, ein bisschen Prepper ist logischerweise. Das heißt, ich bevorrate auch Nahrungsmittel zu Hause und andere Dinge, wenn es mal schlecht läuft. Das rät uns ja auch die liebe Regierung letzten Endes, die sagt, für 14 Tage sollte man mal quasi autark leben können. Zum einen, und das dürfte sicherlich diejenigen von euch interessieren, die preppen, die Krisenvorsorge betreiben oder einfach Nahrungsmittel lagern möchten, das ist das Dosenbistro. Ja, so heißt das Produkt, gibt es zig verschiedene Gerichte davon, sind alle, wie der Name schon sagt, in einer Dose. Da sind ganz leckere Sachen mit dabei, die werden wir uns als erstes mal anschauen. Und wir werden uns anschauen einmal ein relativ bekanntes Produkt, nämlich Track and Eat. Das sind solche Beutel, solche Alubeutel, wo Nahrung getrocknet wurde, die man dann draußen verwenden kann. Das ist auch was man durchaus in der Krisenvorsorge benutzen kann oder im Prepping. Aber das ist auch was man gerne unterwegs benutzen kann, was ja dann doch mehr mein Bereich ist. Wir gucken uns das gleich mal an und vergleichen das mit handelsüblichen Produkten. Bleibt dran! So, dann schauen wir uns genauer an, was es da so gibt. Wir vergleichen heute ein einfaches Dosengericht, eine kleine 400 Gramm Dose, die ich im Rewe gekauft habe. Und wer meine Videos kennt, der weiß, dass ich gerne mal das Ding dabei habe. Linseneintopf, ne? Kostet guten Euro, die Dose. In dem Fall 400 Gramm. Was haben wir da so drin? Schauen wir uns das mal eben kurz an, was ich sonst zu mich reinstopfe. 100 Kilokalorien pro 100 Gramm. Bei 400 Gramm sind das gut 400 Kalorien. Ist easy. Davon ist, 3 Gramm Fett. Gesättigte Fettsäuren 1 Gramm, okay, Kohlenhydrate sind 11 Gramm, Eiweiß 6 Gramm, ein bisschen Salz dabei, fertig ist die Laube. Das Ding, Doseninhalt in Topf und erwärmen oder in die Mikrowelle. Ja, ich bin ein Outdoor-Typ, stelle das Ding einfach ins Feuer. Ja, das muss man mal ganz klar sagen, 400 Kalorien, 400 Gramm ist die pure Verschwendung. Im Dosenbistro gibt es unzählige Gerichte. Ich habe jetzt hier einfach mal irgendwelche, ne? Fingernudeln, Kassler, Bratkartoffeln, Schaschlik und Bratwürstchen in Sauerkraut. Jetzt stelle ich mir einfach mal ein Gericht zusammen. Ich sage jetzt einfach mal, ne, ich esse jetzt mal Bratkartoffeln mit Kassler. Ach, das ist ja Kassler in Sauerkraut, das ist ja quasi schon ein Gericht. Sehe ich ja jetzt erst. Ne? Kassler in Sauerkraut nach traditionellem Rezept. Da bin ich dann später mal gespannt, ob das auch so schmeckt. Was haben wir denn hier? 100 Gramm haben 116 Kalorien. Das Döschen wiegt 270 Gramm Fleischeinlage und 130 Gramm Sauerkraut. Das sind 400 Gramm. Das heißt, das wiegt das gleiche wie das Ding hier. Ja? Okay. Okay, okay, okay. Sieht nur viel leckerer aus. Ne? So Gassler in Sauerkraut klingt ja schon gar nicht verkehrt. Hergestellt nach traditionellem Rezept. Das prüfen wir ja gleich. Hat auch so ein leichtes, so einen leichten Verschluss. Kann man also easy aufmachen. Ist auch eine Dose, die irgendwo im Keller Platz findet und braucht 5 Minuten im Wasserbad. Easy. Ja, für mich als Outdoor-Mensch, achso, was haben wir für Inhaltsstoffe? Wir haben gesagt 116 Kalorien, wir haben davon 4,3 Gramm Fett, davon ist 1,5 Gramm gesättigt, 1 Gramm Kohlenhydrate, 1 Gramm Zucker, 19 Gramm Eiweiß, 6 Gramm Salz. Das klingt ja gar nicht schlecht. Der Nährwert ist hier vorwiegend Eiweiß. Das ist auch was für draußen natürlich, ne? Ja, das werden wir uns mal angucken. Das wäre dann ein Gericht im Vergleich. Und es kommt noch was dazu. Das Mindesthaltbarkeitsdatum. In diesem Fall
bis 2026. Das heißt, das ist genau das Richtige für all die Prepper-Freunde wie ich hier draußen oder jemand, der einfach die Krisenvorsorge betreibt. Das ist ja irgendwie mehr oder weniger das Gleiche. Das heißt, zum länger einlagern ist das Ding natürlich prädestiniert. So, Freunde, Wasser kocht. Und jetzt wollen wir was essen. Es gibt Kassler in Sauerkraut. Water is boiling. Machen wir mal rein. Ohne dass mir hier der Arm abfackelt, natürlich. Blub, blub, blub. Kassler versenkt. Dann warten wir mal so gut 5 Minuten. Stand der drauf. Bis gleich. So, Freunde, dann wollen wir mal gucken, wie das schmeckt. Die Portion ist ja ordentlich, da kann man mit arbeiten. Oh, heiß ist immer noch. Schauen wir mal, das gute Sauerkraut. Die Menge sieht auf jeden Fall schon mal brauchbar aus. Da fällt glatt mein Messer runter. Zum Essen nehmen wir natürlich ein anderes Messer als zum Schnitzen. So, wollen wir mal gucken. Mal erstmal, wie Sauerkraut schmeckt. Ich bin jetzt nicht so der Sauerkraut-Fan, muss ich sagen. Es riecht auf jeden Fall schon mal gut. Oh, das war lecker. Da setze ich mich doch gleich mal gemütlich hin. Schmackofatz. Menge ist moderat, also da ist so einiges drin im kleinen Döschen, hätte ich gar nicht gedacht. Echt? Ohne Scheiß. Das schmeckt gut. Süppchen drauf. Echt gut. Will noch jemand? So, dann gucken wir mal, wie das Fleisch schmeckt. Das muss ich aber hier abstellen, sonst geht das nicht. Kassler. Automäßig direkt neben dem Feuer, ist doch klar. Also die Fleischmenge, das muss ich jetzt auch mal sagen. Hier sind mehrere Stücke Kassler drin. 1, 2, 3 locker. Ja. Also ihr habt es ja sicherlich gesehen, das ist schon eine ordentliche Menge. Oh, zerfällt auch schön. Ganz zart. Boah,
Ey, das ist echt gut. Ohne Scheiß. Also ich bin davon ausgegangen, dass das schon gut schmeckt. Aber meine Herren, das ist echt gut. Ich krieg noch mehr Hunger. Auch mal so einen richtigen Watzen hier reinhauen da. Ohne Scheiß. Boah, das ist voll lecker. Schau mal. So, dann möchte ich mir ein Produkt anschauen, zusätzlich auch als Krisenvorsorge, Prepping oder auch, und ich glaube, das gibt der Name schon eher her, was für draußen. Track and Eat. Haben vielleicht die meisten schon mal gehört. Ich habe das schon ein paar Mal im Laden gesehen und habe mich ein bisschen gescheut, das zu kaufen. Freundlicherweise wurde mir das jetzt zum Testen zur Verfügung gestellt von sicherstadt.de. Vielen Dank an der Stelle. Ja, und das ist ein Produkt, das fällt ein bisschen in den Bereich, ja, ich würde jetzt gar nicht Prepping-Krisenvorsorge sagen, denn ich glaube, da fasst es nur bedingt rein. Warum, erkläre ich euch gleich. Das ist natürlich was, und das sagt der Name ja eigentlich schon, für unterwegs. Warum ist das für unterwegs? Ganz einfach, das ganze Ding hier wiegt nämlich nur 180 Gramm, ist super dünn. Ja. Klar kann ich das auch für die Krisenvorsorge benutzen, für zu Hause. Aber ich sage euch gleich, warum ich das nicht so gut finde wie Dosen. Aber schauen wir uns das doch mal an. Was kriegen wir denn hier? Das gute Stück wiegt 180 Gramm. Okay, das ist leicht. Ne? Haltbar ist es bis Ende 2018. Das ist jetzt nicht ganz so lang haltbar wie eine Dose. Und was kriegen wir? 100 Gramm Trockenprodukt, muss man beachten. Enthält Brennwert 355 Gramm. So, dann haben wir hier knapp 200 Gramm. Das heißt, wir haben knapp 700 Kalorien. Das ist ordentlich für nicht mal 200 Gramm. Ideal. Das ist auch eher das, was man ja draußen braucht, wo man ja mehr Kalorien verbrennt. Gucken wir mal. Was kriegen wir denn für unsere 100 Gramm? 355 Kalorien, davon sind 12 Gramm Fett. Pff, ordentlich. Die brauche ich ja draußen. 5,8 Gramm davon sind gesättigt. Kohlenhydrate 36 Gramm. Davon sind 7 Gramm Zucker, Ballaststoffe 13 Gramm, Eiweiß 25 Gramm und ein bisschen Salz. Ja, da merkt man schon, dass sie sich Gedanken gemacht haben, was man draußen braucht. Denn da verbrennt man ja ordentlich Kalorien. Wobei das natürlich, Gedanke der Krisenvorsorge und des Preppings, wenn wirklich eine Krise oder irgendwas wäre, steht man unter Stress, verbrennt man sowieso mehr Kalorien. Also da kann man fast nicht genug zu sich nehmen, glaube ich. Die Zubereitung hier ist quasi für draußen optimiert, würde ich sagen. Hier steht's, Beutel aufreißen, kochendes Wasser rein oder heißes Wasser rein, paar Minuten stehen lassen, fertig. Cool. Und zwar haben wir hier drin an Füllgewicht, habe ich gesagt, 180 Gramm, Wasserzugabe 450, ergibt 630 Gramm. Ordentlich, ordentlich. Ja, ich glaube, das ist genau das Richtige für unterwegs, was ich mir reinpfeifen werde unterwegs. Wir werden es gleich probieren, werden sehen. Ja, Chili con Carne. Oder mal gucken, was ich gleich esse. Das werden wir dann mal entscheiden. Warum ist das nicht so gut für die Krisenvorsorge geeignet? Ganz einfach. Ich muss hier einen halben Liter Wasser einfüllen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ja ein bisschen Wasservorrat im Keller, ein bisschen Essen, Kerzen, was man so alles hat. Will jetzt gar nicht so weit ausholen. Und wenn ich jetzt für jede Mahlzeit einen halben Liter Wasser opfern muss, ist mein Wasservorrat ratzfatz fertig. Dann hält er keine zwei Wochen oder was auch immer. Das heißt, das ist vielleicht nicht so super geeignet. Wenn man draußen unterwegs ist, hat man A, oder sollte man A, genug Wasser dabei haben. B, dadurch, dass ich das Wasser eh kochen muss, spielt es keine große Rolle, denn irgendwo findet man in der Regel Wasser, ja, was man dann filtert und abkocht, damit man es überhaupt trinken kann. Und dann kommt davon ein halber Liter hier rein. Geile Sache. Und natürlich, ich habe hier, das scheint Aluminium zu sein, logischerweise, sonst würde es die Hitze nicht aushalten, behaupte ich. Vielleicht auch nur Plastik. Auf jeden Fall habe ich hier auch noch ein Gefäß, das ich dann auch für später für irgendwas anderes nutzen kann. Gar nicht so dumm. Und das ist hier oben ein Zip. Ja, das kann man hier wieder verschließen. Das heißt, selbst wenn ich das gegessen habe, kann ich hingehen und dieses Gefäß ein bisschen ausspülen und dann kann ich da noch irgendwas reinmachen. Ja, also gar nicht so schlecht, das Ding. Ja, vergleichen wir das doch mal mit was anderem.
Ich habe eine Zeit lang immer einfach irgendwelche Tüten hier mitgenommen. Ich habe jetzt einfach mal so zwei alte Tüten hier genommen. Wenn ich mir die betrachte, achso, man muss dazu sagen, so ein Tütchen Drag and Eat kostet im Schnitt, ja, man kriegt die meistens nur 3-4 Stück im Paket, aber so ein Tütchen hier kostet ungefähr 6 Euro. Das ist natürlich eine Ansage, muss man klar sagen, aber ich habe ja schon gesagt, das Ding hat einige Vorteile, denn diese anderen Tüten, die man so im Supermarkt kaufen kann, kosten 1, 2, 3 Euro, was auch immer, ja. Da kriege ich dann auch so 150 Gramm Inhalt, 155 Gramm Inhalt. Die muss ich schon mal in der Pfanne machen. Großer Nachteil. Draußen könnte das zum Nachteil werden. Und das nächste ist natürlich kalorientechnisch. Hier haben wir 155 Gramm drin, 180 Kalorien. Ordentlich Kohlenhydrate drin, wenig Fett und so. Geht so. Natürlich brauche ich auch hier 500 ml Wasser. Und die Inhaltsstoffe überzeugen mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so. Hier ist ein bisschen wenig Dampf drin. 180 Kilokalorien, da waren es 360, fast das Doppelte. Natürlich ist das Ding billig, aber wer die Teile hier schon ein paar Mal gegessen hat, der weiß, prickelnd sind die auch nicht. Ja, tolle Geschmacksrichtungen, naja. Also ich kann sie schon nicht mehr so sehen, weil sie auch nicht so super schmecken. Natürlich sind sie günstig und auch leicht, klar. Aber ich habe sie ein bisschen satt. Das hier ist eher mehr Papier, das Ding. Das heißt, das muss man rausmachen in eine Pfanne. Auch ein großer Nachteil. Hier kann ich es eben in den Behälter lassen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt sehe. Ich bin mal gespannt, wie Drag and Eat schmeckt. Wasser kocht schon mal. Schauen wir mal, was da drauf steht. Es gibt Reispfanne Balkanart. Krasser Scheiß. Ja, Füllgewicht noch nicht. 450 ml Wasser. Knapp 500 habe ich rein, verdunstet ja ein bisschen was. Aufreißen. Fülllinie. Wasser rein. Stehen lassen. Essen. Zubereitung. Kochendes Wasser bis zur Fülllinie. 460 ml. Direkt in den Beutel gießen. Sorgfältig umrühren. Beutel verschließen und 10 bis 12 Minuten ziehen lassen. Machen wir jetzt. Aufreißen bricht gleich hin. Da ist nämlich eine Kante. Ich denke zumindest, dass ich das hinkriege. War leicht. Nimm mir erstmal eine Nase, ne? Gucken wir mal. Oh, hier kommt schon Balkan raus. Oh, riecht kräftig. So, jetzt brauchen wir noch ein bisschen Wasser. So, jetzt hauen wir die Brühe da rein. Also ich glaube zumindest. So, mal gucken, ob das funktioniert, ohne mir die Flossen zu verbrennen. Was ist denn mit dem Ofen da jetzt los? Attacke! Es wird abenteuerlich, das sehe ich schon. Yes, Baby. Geil. Läuft. Ich hab mal einen langen Löffel mitgenommen. Gucken wir mal erstmal da rein. Brutzelt. So, kräftig umrühren hieß es. Oh, Smörebröt. Smörebröt. So, schäumt ein bisschen. So, Freunde, jetzt haben wir ja folgendes Problem. Jetzt habe ich das eine Weile stehen lassen. Zwischenzeitlich ist es ein bisschen dunkler geworden, sodass ich diverse Flutlichter hier aufgebaut habe. Ist quasi wie in Hollywood hier. Und jetzt können wir endlich mal Drag and Eat probieren. Schauen wir mal. Das hat jetzt mal gut eine Viertelstunde mindestens hier drinnen gegart. Jetzt bin ich mal gespannt. Auf mit dem Ding. Ist geil hier so mit 20 Taschenlampen außen rum. Oh, beinahe. Ich fühle mich schon wie ein Superstar. Ohne Scheiß. So. Oh, es qualmt, es ist noch heiß. Das ist ein Thermobeutel. Rühren wir das mal um. Die Substanz. Ja, auf jeden Fall.
sieht das so aus, wie das, was draufsteht. Und warm ist auf jeden Fall auch noch. Also das echte, ein gutes Material, dieser Beutel. Und der ist ja wieder verschließbar. Das heißt, den kann man auch im Outdoor-Bereich für verschiedene andere Sachen gebrauchen. Kann ein bisschen Wasser reinmachen oder wenn man Zeug sammelt, das trocken halten will vielleicht. Ja, draußen unterwegs ist, hat vielleicht ein bisschen Zunder oder irgendwas. Hat das austrocknen lassen, kann ich das da prima reinmachen. Zippt das zu. Geil. Finde ich eine super Idee. Geiles Konzept. Jetzt wollen wir das mal probieren. Das Risotto-ähnliche irgendwas. Weiß nicht, ob man das jetzt erkennen kann. Schlecht wahrscheinlich. Schlecht, schlecht, schlecht. Aber gut, machen wir das Beste draus. Es riecht auf jeden Fall schon mal lecker. Richtig schön warm ist auch noch. Oh. Ist gut. Was ist denn da? Balkanart war es ja. Genau. Schöner Brei. Mit Reis und allen möglichen Sachen drin. Das riecht total lecker. Boah. Das ist echt gut. Und die Tüte ist bis hierhin voll. Also da ist auch ordentlich drin. Ist schön ein bisschen aufgequollen offensichtlich. Boah, das ist lecker. Ja, und das macht natürlich den Unterschied, wie vorhin erklärt, zu den anderen Tüten, die durchaus günstiger sind, aber A, haben die nicht so eine geile Tüte. Also ich würde sagen, das ist alubeschichtet, so wie das aussieht. Wieder verschließbar und vor allen Dingen sind sie längst nicht so lecker und nicht so nahrhaft von den Nährstoffen wie die Track and Eat Teile hier. Das ist total lecker. Geil. Ja, mein Fazit also, Track and Eat, geil für unterwegs, ich kann es nur so sagen. Wirklich eine geile Geschichte. Gefällt mir super gut. Da werde ich mir noch ein paar von zulegen. Die kostet zwar ein oder anderen Euro, aber gerade für mehrtägige Touren ist das ja Bombe. Was willst du denn mehr? Super geil und super lecker. Die finde ich klasse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, Essen nicht vergessen. Bis dann. Kassler, hier habe ich Bratkartoffeln, hier ist Schaschlik und da sind einmal Fingernudeln. Okay, ich muss gar nicht so einen Pornofilm drehen. Na, ist ja egal. Und ohne, dass mir die Hütte abfackelt. Ich habe ein bisschen Angst. Okay. Blöd, war ein bisschen viel Wasser im Topf. Ja, eher für diejenigen, die mich sind, die eher draußen unterwegs sind. Mal abgesehen von irgendeinem Spasti, der mit seinem Mofa jetzt hier langfahren ist. Und das ist jetzt was, das ist zum einen was für den Trapper, für die Krisenvorsorge und für diesen verfickten scheiß Rollerfahrer, der jetzt zum vierten Mal hier vorbeifährt. Dieser Klappspaten, Alter. Da schleicht die Axt ins Kreuz.